Wisst ihr, ich verstehe die Logik nicht. Wir sind in einer Crew-Lobby und ich habe Sterne. Und das Erste, was der hier anvisiert, sind Crewmitglieder. Das ist doch fehlerhaft. Aber okay. Geht ja. So ist das nun mal. So ist das nun mal. So, Ladies and Gentlemen. Schauen wir das mal von ihr an, was sie anrichtet. Ihr solltet reingehen. So. Kommt mal alle bitte reingestürmt. Rausgestürmt, nicht reingestürmt, rausgestürmt. Und sorgt mal für Party. Also so die Polizisten an sich ist auch mal interessant. Ja, das kommt nun mal vor. Das zweite Mal bei Raphael oder was soll's. Also ihr seid richtig krank, ne? Das muss man schon sagen, da hat man überhaupt keine Chance. So, wisst ihr, was jetzt erlaubt ist? Gegenseitig killen. Mit Autos, mit Waffen, alles was ihr habt. Holt alles raus. Macht hier auch raus ein scheiß Deathmatch. Tobt euch ordentlich aus. Und ihr werdet alle später nach der Aufnahme rausgeschmissen aus der Crew, selbstverständlich. Aber das sollte euch ja schon längst im Klaren sein. Ich werde alle einfach rausgeschmissen. Ganz ehrlich, ey, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß hier. Ab. Spawn Killer Unit 91. Sorry, GTA ist cool. Ich mag dich immer noch. Es war nichts Persönliches. Scheiße. So, wie ich euch alle rauswerfen werde nach der Aufnahme. Alle, die mich killen. Ich schaue mir das Video extra nochmal an. Dann alle, die mich gekillt haben, werden rausgeschmissen. Ach man. Boomhunter, du fliegst aus der Crew. Wer noch? Wir gucken mal nach. Action Gamer, du fliegst aus der Crew. Aber Respekt, dass die Dings recht stabil bleibt, die Lobby. Polska fliegt aus der Crew. Wer war das? Johnny. Mach's gut. Ey, wäre das nicht geil, wenn ich echt alle rausschmeiße, die mich gekillt haben? Das wäre voll lustig irgendwie. Und dann ringen die sich auf. Oh nein, der meinte es ernst.
Sternesystem, weißt du, wird keine Ausnahme gemacht. Hier wird keine Ausnahme gemacht, egal wer du bist. Ja Leute, das ist hier unsere kleine Grundausbildung zum PvP. Action Gamer fliegt aus der Crew. Die große Crew-Säuberung. Im Livestream. Nächste Woche. Live auf Twitch. Alle raus. Aua. Polizei, hilft mir. Ich weiß nicht, wer das ist, aber wir haben zusammen die Dings Polska. Die Bullen fertig gemacht. Wir hätten zusammen fahren können. Okay, Leute. Die, die keine Sterne haben, rufen ihr eigenes Fahrzeug und fahren weg. Gegenseitig knallen wir uns jetzt nicht mehr ab. Eigenes Fahrzeug holen. Bitte eigenes Fahrzeug holen und dann... Was nehmen wir denn hier? Phoenix. Und dann zum Flughafen. Wenn ihr Sterne habt, werdet die Feuer los. Keine Autos klauen, kein Rammen. Dann sollte das alles kein Problem sein eigentlich. Und dann warten wir mal ab, was da passieren wird. Phoenix. So. Dann hast du keinen mehr in der Crew. Ich hab euch nicht mehr. Ich hab noch andere Crewmitglieder, die dann die Chance bekommen, reinzukommen. So. Ein wunderschöner Phönix. Ja, was hat denn hier? Fährt eiskalt eine Limo rum. Das war das ein Online-Spieler? Nein. Oder? Ne, das war kein Online. Seit wann fahren denn hier Limos rum? In GTA San Andreas war das oft so. Aber hier sehr selten. Okay, auf und davon zum Flughafen. Bleibt am besten vorm Flughafen, nicht im Flughafen. Weil wir müssen eh was anderes machen. Entschuldigung. Ich kam mit Vollspeed, du bist voll in meine Ideallinie reingebrettert. Okay, wenn ihr keine Sterne habt, könnt ihr vorm Flughafen am besten schon ein bisschen weiter davor Autos klauen. Normale Autos, kein LKW, kein Transporter, nichts. Einfach stinknormale Autos. Außer GTA ist cool, NTM, Hydro und Valentin. Der Rest eigene Autos klauen. So. Wenn ihr Auto geklaut habt, könnt ihr zum schwarzen Hangar. Wenn ihr Sterne habt, bitte nicht. Pinguin Heiler oder Johnny, einer von euch fährt mit Stern. So, die ich erwähnt habe gerade, ihr könnt schon mal zu mir kommen. Das wäre sehr schön. So, NTM ist schon mal da. Und wer von euch hat diesmal Sterne oder ist mit Sternen reingefahren und hat dafür gesorgt, dass die Bullen wieder hier sind?
Ja, natürlich keiner. Lächerlich. Trotzdem, die erwähnt worden sind, dann kommt mal mit. Wir müssen zur anderen Seite vom Flughafen. Das war's dann, meine Damen und Herren, mit dieser Folge von GTA 5 Online. Nicht vergessen, am Tag kommen immer zwei Folgen von GTA. Einmal um 12 und einmal um 15 Uhr. Meine Empfehlung, schaut euch einfach nach 15 Uhr beide Folgen an. Dann habt ihr insgesamt über 20 Minuten GTA 5 Online. Das war's auf jeden Fall für heute. Haut rein. Ich habe gesagt, haut rein. Das heißt so viel wie tschüss. Das heißt, du kannst jetzt wegklicken. Du sollst nicht jemanden schlagen. Du sollst... Hau ab. Hallo? Das war's für heute. Finito. Ende. Finish. Fisch. Du Fischkopf, hör mir zu. Ende. Alter, was ist denn kaputt mit dir? Hallo? Das kostet doch ganzen Strom, Internet, was... Ich verstehe dich nicht. Warum hörst du mir denn noch zu? Klick doch weg. Es kommt doch nichts mehr. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wer zahlt denn bei dir? Bist du reich? Oder hast du Hartz IV? Dann bist du reich. Denn du hast dann mehr als wir hier. Hallo? Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Klick doch einfach weg. Komm. 3, 2, 1 jetzt. Ah, du klickst zuerst. Nein, ich klick nicht weg. Du klickst weg. Nein. Alter, hast du Tomaten auf den Ohren? In den Ohren? Über den Ohren? Hinter den Ohren? Ist mir egal. Hörst du mich nicht? Okay, jetzt aber. Du klickst weg. Nein, du klickst weg. Ich klick nicht weg. Du klickst weg. Du machst zu. Immer das Gleiche mit dir. Ja, okay. Ich klick jetzt weg. Wie, du willst weg? Ich klick als weg.